Oh, shit. Also, Kivala! Well, he certainly got their attention. Jette-la, ou nous ouvrons le feu. My pleasure. Merde! Ah, oh, would be a perfect time to start, eh? Come on, damn it! Jump! Just mind your driving, will ya? Ah, our angel! Right on time! See you at the airfield, Sherry! To do this. Gosh, are tricky bastards, you know. Yeah, tell him all about it. Mafavik! I told you, didn't I? Let's do it, Limey. What a nice relation you have here, boys! Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgans Jakob von den Frakta und wir sind in Africa Core vs. Desert Rats. Mittlerweile ist das echt schon so lange her. Wahnsinn. Ich habe das Spiel damals total gern gespielt. Ich habe es auch tatsächlich durchgespielt damals. Das ist ein ganz wunderbares Echtzeitstrategiespiel oder Echtzeit-Taktikspiel. Auch wenn das Intro etwas krude ist. Also ich habe damals, wie ich das Spiel gekauft habe, vorgeguckt habe, erst gedacht, so was ist das jetzt? Ist das so ein, soll das ein Adventure sein oder was ist das eine seltsame Vorgeschichte? Hat auch keinen Sinn. Aber dann habe ich relativ schnell begriffen, es ist ein Echtzeit-Taktik-Spiel im Zweiten Weltkrieg. Soweit wissen wir das auch schon, gell? Und dann zeige ich euch das mal. Natürlich Story. Warte mal. Kampagne. Nö, ist schon okay. Ja, man ruhig einfach. Das ist kein Problem. Ist schon lange her, dass ich das gespielt habe. Und ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich das jetzt wirklich nochmal als komplett Let's Play durchziehen will oder. Ach, da kommt jetzt wieder ein Intro. Es war ein weiter Weg von Berlin hierher. Was, Erich? Stimmt. Irgendwelche Neuigkeiten von Ihren Kameraden? Nichts Gutes, fürchte ich. Was für eine verdammte Verschwendung. Aber wir sind noch hier. Und weiterhin Gegner. So wie schon immer. Wenigstens sind wir keine Feinde. Genug davon. Wir sind im Krieg. Der Bosch ist unser Gefangener und... Marius, niemand hat Sie gefragt. Seien Sie froh, dass wir alles bekommen haben, was wir brauchten, um aus dem Fort zu fliehen. Und dass wir ein Mädchen haben, das ein verdammtes Flugzeug fliegen kann. Ich behalte Sie im Auge, Siegfried. Nur eine Bewegung und Sie werden erschossen, gevierteilt und aufgehängt. Lassen Sie ihn in Ruhe. Er ist nur ein Deutscher, nicht das verdammte Deutschland. Meinetwegen kann er der Lieblingsgeneral von Onkel Adolf sein. Wir waren uns doch einig, dass wir dieses Cockpit als Territorium der Schweiz betrachten, oder?
Nein, links! Links! Harte Linkskurve, Idiot! Bevor wir... Sind Sie okay? Unkraut vergeht nicht, Boss. Da braucht es schon mehr als einen Krautknallkörper, um mich tot zu kriegen. Das war keine deutsche Landmine. Wenn es eine deutsche gewesen wäre, würden wir jetzt nicht darüber diskutieren können. Er hat recht, Sergeant. Dem Knall nach war das eine unserer automatischen, leichten AP-Flugzeugabwehrkanonen. Vor 2 Wochen haben wir eine Wagenladung davon an die Riffs verloren. Die Riffs? Gehören die zur üblen Sorte? Die ganz üble. Wüstenräuber, gefährlich, voller Hass und keine Achtung vor nichts. Noch nicht mal vor ihrem eigenen Leben. Da wartet wohl ein kleiner Spaziergang auf uns, Gentlemen. Machen wir uns fertig und dann los. Stimmt, im Story-Modus hat man relativ viel herumgelaufen, während im Kampagnen-Modus spielt man... Oberstleutnant Hartmann bereit. Im Kampagnen spielt man das eher klassisch. Jetzt überlege ich gerade, ob ich das hier nochmal kurz abbrechen soll und doch in den Kampagnen-Modus wechseln. Weil das ist wieder so ein... Angriff! Runter! No, der Flugplatz ist ganz in der Nähe. Wir müssen irgendwie da hinkommen. Darf ich dann einen kleinen Lauf vorschlagen? Sie meinen einen Sprint? Egal, wie Sie es nennen. Köpfe runter und rennt, was ihr könnt! Los! Natürlich die Frage, umgehen wir es oder riskieren wir es und finden da drin ein Fahrzeug? Ich weiß nicht mehr genau. Ja gut, andererseits ist es jetzt so viele Jahre her, dass ich das gespielt habe, da darf ich auch ein bisschen vergesslich sein. Ausrücken! Ausrücken! Wir nutzen aber mal die Deckung von dem Dreckhaufen da. Angriff! Macht sie halt! Angriff! Gibt's diesen Tommies! Gibt's diesen Tommies! Bewegung! Bewegung! Da gammelt doch immer noch einer rum. Gibt's diesen Tommies! Angriff! Gibt's diesen Tommies! Ob das der Engländer nicht beleidigend findet, dass er die... Ausrücken! Wüstenräuber als Tommies bezeichnet? Gibt's diesen Tommies! Ausrücken! Auf der Stelle! Auf der Stelle! Gibt's diesen Tommies! Macht sie kalt! Macht sie kalt! Macht sie kalt! Angriff! Kein Fahrzeug. Bewegung! Da sollen jetzt 4 Mann bei dem Mädel noch einsteigen. Das ist ja fast, das habe ich die Tage nochmal geguckt. Ach, der will die 2. Staffel.
wenn dieser eine Typ die Elektra fragt, er fragt sich immer noch, wie eine Frau 6 Leichen in den Kofferraum von einem Maserati bekommt. Habe ich so lachen müssen. Ich fand das ein saugeiler Spruch. Oh, Maschinengewehr, das muss wahrscheinlich irgendeinen Sinn machen. Bewegung! Bewegung! Ich meine, einer muss zurückbleiben und die Rückendeckung geben. Das wird aber auch Zeit, Jungs. Verdammte Banditen! Wartet, bis ich mit den Marines zurückkomme. Gib Gas, Cherie, wir hauen ab! Nein, ihr seid zu viele. Das Flugzeug hat nicht genug Platz für 5. Keine Angst, Fräulein. Ich bleibe und gebe Ihnen vom Boden ab. Das war so klar, dass der Deutsch sich wieder opfert. Sehr schwer los. Wo ist meine Maus? Das finde ich jetzt nicht lustig. Wo ist meine Maus? Deckung. Ah. Haut ab! Wir können das Kraut nicht hier lassen. Er ist Offizier. Er weiß sehr viel über... Sie können ja hier bleiben und auf ihn aufpassen, wenn Sie wollen. Oder Sie nehmen dankbar an, was er für uns tut und steigen in das verdammte Flugzeug. Na gut, dann mal los. Passen Sie auf sich auf, Erich. Wir sehen uns bei den nächsten Olympischen Spielen. Ich werde da sein, Gregory. Auf Wiedersehen. Und leben Sie wohl, Fräulein. Bis zum nächsten Mal, Oberstleutnant. Also schön gemacht finde ich den Story-Modus, ja. Aber die klassische Kampagne... Da drüben steckt jemand in Schwierigkeiten. Könnte sogar unser verlorener Panzerkommandant sein. Hartmann, stimmt's? Ja, Herr Feldwebel. Auf was warten wir denn noch, verdammt nochmal? Nichts wie los und fertig zum Angriff. Wenn es unser Panzerkerl ist, braucht er alle Unterstützung, die wir ihm geben können. Wieso, dann MG42, der kann... solange er Munition hat, ist der Mann glücklich. Jawohl, Herr Oberstleutnant. Auf der Stelle, Herr Oberstleutnant. Ich glaube, der Spaß endet jetzt. Oder kommen noch welche? Ja, ich weiß, er muss da einsteigen. Was als nächstes? Ausrücken! Verstanden. Sehr schön. Heldenbonus. Dann cruisen wir mal los. Los! Jetzt habe ich eigentlich doch wieder Bock auf das Spiel. Ach doch, nach der Hinfahrt. Auf der Stelle. Echt? Aber da hinten sind noch Feinde. Och Mann. Alter, fort von mir aus. Es wird noch mehr Gegner geben. Bewegung! Die könnten mal in War Thunder die deutschen Halbkettenfahrzeuge einbauen. Da gab es ja verschiedene Varianten mit... Kanonen drauf, so als Spähfahrzeuge, wäre die bestimmt ziemlich cool. Und dann, die können nochmal die 4, 6 und Rad, 4, 6 der und 8 Petrigen Panzerwagen einbauen. Toll, ich habe Musik ausgeschaltet, dann wahrscheinlich der Videosound drauf. Ach. Drei E's, oder? Schön. Heldenhafte Attacke der Italiener. Haben sich die Italiener nicht zu Zehntausenden eine Handvoll Neuseeländern ergeben und haben sich selbst in Gefangenschaft abtransportiert, weil die Alliierten gar nicht genug Soldaten hatten, um sie zu bewachen. Da gibt es ganz wunderbare Videoaufnahmen, wo die Italiener in Massen in Richtung Gefangenschaft laufen, sich freuen und lachen und keiner passt auf die auf, die gehen an freiwillige Kriegsgefangenschaft, weil die keinen Bock auf den Krieg hatten. Oh Mann.
Ich glaube, er möchte den Rest vom Tag noch drüber beümmeln. Hellnerv. So, das sind meine verfügbaren Einheiten. Und das sind die Einheiten, die ich eine Mission habe. Ich habe aber auch... das ist nochmal abhängig. Missionspunktwert. Genau, das braucht Missionspunkte. 5, 6, 10, 2. Und ich habe aber keine. Das heißt, ich muss mit dem auskommen, was ich habe in dieser Mission. Es sei denn, ich nehme die. Kann ich die rausnehmen? Ah ja, sehr schön. Ja gut, auf der anderen Seite ein Schützen im P-Schütze oder halt das Moped. Ich brauche aber das Moped, glaube ich, gar nicht unbedingt. Beide Sunny und der Schütze wären aber vielleicht nicht unangebracht, oder? Obwohl, ich habe schon 7 Schützen. Aber ich brauche das Moped nicht. Das ist nicht... ich glaube nicht, dass das die Variante Maschinengewehr ist. Weil, wie viel brauche ich für den 10? Aber nimm's doch mal mit. Also dann, Soldaten, wir müssen die Oase einnehmen. Den könnten sie mal einbauen bei War Thunder. Auf der Stelle, Herr Oberstleutnant. Wie waffenlos. Soll es jetzt witzig sein? Auf dem Weg. Hat er nur 2 Zentimeter. So ist dann Ausboten. Verstanden. Achso, einer muss drin bereit, sein. Herr Oberstleutnant. Bereit, Herr Oberstleutnant. Nehme Stellung ein. Verstanden. Ihre Einheiten werden angegriffen. Oberstleutnant Hartmann bereit. Wir liegen unter Geschützfeuer. Ja. Oh, cool. Wo ist mein Sunny? Aufgabe wird ausgeführt. Hier macht man nützlich. Herr Oberstleutnant. Wo ist ein Hartmensch? Ich sehe den gar nicht. So, wie ist denn das jetzt mit dem Sunny? Ah, guck an, der macht das automatisch. Wusstest du noch. So, ich will das Teil hier erobern. Ihr da, ihr macht euch jetzt mal nützlich. Gib mir das Ding mal. Erobern. Aufgabe wird ausgeführt. Und ihr da. Ach, der Hartmann hockt da drin. Alles klar. Bemannt diese Fahrzeuge und schmeißt sie an. Ihre britischen Hersteller sollen stolz auf sie sein. Sie liegen unter Geschützfeuer. Du bist ein bisschen angeschossen, du gehst da rein. Bereit, Herr Oberstleutnant. Kanonier bereit. Bereit, Herr Oberstleutnant. Jawohl, Herr Oberstleutnant, Schütze macht Meldung. Auf der Stelle, Herr Oberstleutnant. In Stellung, Herr Oberstleutnant. Sag mal, ich hab doch einen Sunny. Warum halten die den MP-Schützen nicht? Ja. Schütze macht Meldung. Ja. Rücke aus. Auf der Stelle. Wir haben einen Mann verloren. Auf der Stelle. Schrottische. Bin unterwegs.
schottische Moped brauche ich eigentlich nicht unbedingt. Schütze macht Meldung. Auf der Stelle, Herr Oberstleutnant. Verstanden. Ich fall! Sani ist unterwegs. Ja. Meine Spritze ist bereit. Sanitäter einsatzbereit. Schütze macht Meldung. Auf dem Weg. Ich will den Tommy lassen. Hilfe! Meine Spritze ist bereit. Sani ist unterwegs. Jawohl, Herr Oberstleutnant. Schütze macht Meldung. Auf der Stelle. Die sind erledigt und hauen ab. Hinterher! Ja. Auf der Stelle. Meine Spritze ist bereit. Kanonier bereit. Nehme Stellung ein. Ich höre. Bereit, Herr Oberstleutnant. Jawohl, Herr Oberstleutnant. Hier, Sunny macht schnitzig hier über den Tonne. Bereit, Herr Oberstleutnant. Lorry, das ist, glaube ich. Ich glaube, in den Engländern sagt man eine Truck, sondern Lorry. In Stellung, Herr Oberstleutnant. So, jetzt haben wir noch einen LKW erobert. So, bring die mal da runter zu den Bobbits. Sanitäter einsatzbereit. Ja. Schnapp dir mal den Obel. Was ist denn jetzt los? Nehme Stellung ein. Nehme Stellung ein. Ich höre. Los! Bereit machen für die Offensive der Alliierten. Was? Wie Offensive Alliierte? Wird ausgeführt. Ach so. Kontrollpunkt bereit. Schütze macht Meldung. Ausrücken. Ihre Einheiten werden angegriffen. Verdammter Kraut! Feuer! Bewegung! Los! Bewegung! Ausrücken! Zurück in die Siedlung, wir gehen ins Gebäude. Kontrollpunkt bereit. Sani ist unterwegs. Jawohl, Ihre Einheiten werden angegriffen. Weg. Auf der Stelle. Suchen wir diese Tommies. Ausrücken. Kontrollpunkt bereit. Zeit, was zu unternehmen. Der Sieg gehört Ihnen. Ja, natürlich. Gut, Primäraufgabe erfüllt, sekundär nicht. Das heißt, wir haben nicht so viele Prestigepunkte gekriegt, wie wir hätten kriegen können. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, Laberababa. So, das sind ja neue Fahrzeuge verfügbar. Und jetzt glaube ich, ist aber der Schöne. Genau, dadurch, dass ich die Fahrzeuge erbeutet hatte, habe ich eben drei Stück erbeutet, so habe ich. Und das sind eben diese Sachen, die ich an diesem Spiel so richtig cool fand. Das habe ich jetzt auch durchgespielt gehabt. Man nimmt eben die Einheiten, die man erbeutet, mit. Ne? Hier der Tonner, das Moped, eins hat er zerstört und halt diese drei Aufklärer. Und ich kann mir halt immer im Prinzip... Gut, Hartmann muss immer dabei sein. Jetzt habe ich eben 74 Punkte.
So. Was ein schrottiger Panzer. Italiener. Na gut, der 2F ist jetzt auch nicht der Burner, gell? Na gut, besser schrottiger Itaker-Panzer als gar kein Panzer. Mensch, Hartmann, jetzt stellt schon jetzt an. Nur brauche ich natürlich auch Infanterie, um weitere Fahrzeuge zu erobern. Ich bin ja der Meinung, dass unbewaffnete Fahrzeuge völlig für den Popo sind. Weil wir brauchen eigentlich... Der kann, glaube ich, Fahrzeuge... Nee, der kann nicht. Aber ich weiß, dass ich auch Fahrzeuge hatte oder Soldaten, die in der Lage waren... was reparieren. Gut, er kann Minen räumen, das ist nie verkehrt. Wisst ihr was? Ich setze jetzt einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Wir machen jetzt gleich noch die zweite Mission. Hm? Ich habe gerade schon wieder so Bock drauf. Ja, also dann, bis gleich. Tschüss.